100 Euro sind 104 Schweizer Franken, 2400 Peso, 12.000 Yen oder 1,6 Millionen indonesische Rupien. Das Geld ist überall auf der Welt unterschiedlich viel wert und die Kaufkraft schwankt stark. Aber was bekommt man eigentlich real für sein Geld? Wie weit bringen einen 100 Euro in Thailand oder Indien, Russland oder Japan, Island oder den Vereinigten Staaten von Amerika? Um das herauszufinden, machen wir uns in diesem neuen Format auf eine Reise um die Welt und wir starten in New York City. Viel Spaß mit der ersten Folge von 100 Euro in der Stadt, die niemals schläft. Bevor wir aber Geld ausgeben können, brauchen wir erstmal Geld. Denn mit Euros bezahlen geht natürlich nicht, wir brauchen Dollar. Umgerechnet sind unsere 100 Euro ca. 115 Dollar und das wird wahrscheinlich eine Sache, die am beeindruckendsten ist in dieser Serie, zu sehen, wie viel wir in der Fremdwährung für unsere Euros bekommen. 115 Dollar fühlt sich zumindest so an, als hätten wir gerade Geld verdient, dadurch, dass wir Geld abgehoben haben. Warum zur Hölle? Macht es aber nur Sinn, dass wir mit dieser Serie genau in New York starten und nicht irgendwo anders? Zweimal im Jahr werden die Lebensunterhaltungskosten der wichtigsten Städte der Welt von Economist Intelligence Unit in einer Studie verglichen. Es werden Preise von 160 verschiedenen Artikeln in den verschiedenen Städten verglichen, um dann ein Ranking der Städte aufzustellen. Wie viel Geld wird verdient, wie viel ist die Währung wert, wie viel kosten Produkte und so weiter. Der Basiswert dieser Studie, welcher mit 100 angegeben wird, ist seit Jahren New York City. Und genau deswegen sind wir quasi gezwungen, genau hier zu starten. Okay, 100 Euro scheint ziemlich viel Geld für einen Tag. Aber ist es in New York auch eine Menge Geld? Neben dem ganzen Touri-Kram, der Unterhaltung und so weiter, müssen wir auch natürlich unsere ganz normalen Bedürfnisse stellen. Das bedeutet Essen, Schlafen, Einkaufen und so weiter. Und genau das schauen wir uns als allererstes an, damit wir gut gestärkt in dieses Video starten können. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem möglichst günstigen Frühstück und auf etwas gestoßen, das vermutlich in New York ein bisschen Kultstatus hat. Denn ich bin schon da und es ist eine Schlange vor dem Laden. So, but you want to put your name down? Yeah. Oh, what's your name? David. Give me 1 minute, I'll let you know, okay? Easy. Thank you so much. Thank you. What's the like most ordered breakfast you have? Well, if it's not on the menu, it's not the most ordered, my friend. I'm kidding. Everything. You want to try the big man? It has a taste of everything. Yeah. Back. It was really great. Thank you very much. 1301. Alright, David, that's thank it. You, man. Thank you so much. Ein wirklich kleiner Laden, vielleicht schon mittlerweile ein bisschen Touri-mäßig geworden, aber trotzdem hat es sich sehr real angefühlt. Es war übelst der Traum, das Essen hat richtig gut geschmeckt. Das Ganze hat 15 Dollar gekostet, das bedeutet, so viel bleibt jetzt noch übrig. Warte mal, der hatte doch irgendwas von 13 Dollar gesagt. 1301. Wieso haben wir jetzt 15 Dollar abgerechnet? In New York oder allgemein in Amerika zahlt man nie den Preis, der angeschlagen ist. Es kommen immer noch Gebühren mit drauf, egal ob es irgendeine Steuer oder ein Tipp oder irgendwas ist, man bezahlt nie das, was auf dem Menü steht. 2 Euro war ein Tipp, deswegen glatt 15 Dollar. Und jetzt heißt es New York weiter erleben. Eine Sache, die super entscheidend ist, ist, wie wir durch die Stadt kommen. Da gibt es eigentlich 2 Optionen, U-Bahn und Citybike. Ein Wochenplan für die U-Bahn kostet 35 Dollar, Citybike 15 Euro am Tag, so lange und so oft, wie wir wollen. Ich glaube, das ist die beste Option. Auch wenn die U-Bahn irgendwie zu New York gehört, werde ich mich für Citybike entscheiden. Die Fahrräder stehen eigentlich überall rum, man kann die nicht überall abstellen wie so Leim oder so, aber es gibt eigentlich an jeder Ecke so einen dieser Standorte, wo man sich die Räder leihen kann. Und so eins werde ich mir jetzt buchen. Digga, es fühlt sich so krank an. Ja, und so fahre ich jetzt durch die Stadt, schaue mir hier alles an und bin super schnell überall, wo ich sein will. Aber man muss natürlich auch in die Pedalen treten. Klar, die U-Bahn wäre günstiger gewesen, aber wir bekommen einfach viel mehr von der Stadt und dem richtigen Gefühl der Stadt mit, wenn wir auf dem Fahrrad unterwegs sind. Der Verkehr, die großen Gebäude, all das würden wir natürlich nicht sehen, wenn wir unter der Erde fahren würden. Hallo, mein Freund. Nachdem ich gerade 2 Minuten planlos einfach drauf losgefahren bin, bin ich scheinbar am Times Square angekommen. Und ich glaube, genau deswegen ist das Fahrrad die richtige Entscheidung. Irgendwann kommt, ich habe Fake-Werbung aufgehängt, hier. Aber das braucht noch ein bisschen Planung und ein bisschen Geld. Weg vom Times Square. Ich habe mir die Finger wund gesucht nach einer Möglichkeit, günstig und für unter 100 Dollar irgendwo zu übernachten, damit ich noch Geld habe, was ich heute ausgeben kann. Es gab kein Hostel, kein Hotel, gar nichts in der Nähe von New York, womit ich noch irgendwie Geld übrig gehabt hätte, um über den Tag zu kommen. Deswegen musste ich schwere Geschütze auffahren und habe in meiner Insta-Story gefragt, ob ich bei irgendjemandem schlafen kann, der in New York wohnt. Und glücklicherweise hat sich jemand gemeldet und die Wohnung schauen wir uns jetzt an. Ich glaube, irgendwo in einem dieser Häuser müsste es sein und das wird mein Platz für heute Nacht. 405, genau hier.
Hi. Meister, ich bin unten. Ja, super. Alter, ich bin richtig gespannt. Eine Sache, die ich völlig verrückt finde an New York, ich bin 2 Minuten vom Times Square zu Fuß weggegangen und plötzlich ist hier Totenstille. Hier ist nichts. Da vorne übelst laut, übelst viele Leute, die einen anlabern und so. Hier ist einfach Ruhe. Hier wohnen Leute, hier ist einfach Ruhe. Moin. Moin. Das ist Simon. Er ist mit 2 Freunden für ein Auslandssemester nach Amerika gefahren und sie lassen mich freundlicherweise bei ihnen in der Wohnung übernachten. Kuss. Ich bin in der Wohnung angekommen, in der ich heute für eine Nacht bleibe und ihr werdet noch in einem vollen Video sehen, wie die gesamte Wohnung aussieht. Aber das hier ist der Bereich, mein Bereich für heute Nacht, in dem ich kostenlos übernachten kann, denn es gibt definitiv keine Möglichkeit für unter 100 Euro in New York zu schlafen, geschweige denn in New York eine Bleibe zu finden, wo ich dann noch Geld habe, was ich über den Tag ausgeben kann. Ach was, irgendein Hostel hättest du schon finden können. Nein, tatsächlich nicht. Das günstigste Hostel in der Nacht, wo ich dieses Video gedreht habe, hat 98 Dollar gekostet. Mit 5 anderen Leuten in einem Raum 98 Dollar. Deswegen bin ich super happy, hier schlafen zu können und das gesamte Video der Wohnung kommt in den nächsten Wochen. Nach dem Ganzen in der Stadt rumrennen, Wohnung anschauen, am Times Square gewesen, bin ich wieder ziemlich hungrig geworden und deswegen gehen wir nicht in dieses Haus, sondern zu One Dollar Pizza. Direkt hinter diesem Bus befindet sich One Dollar Pizza. Ich möchte seit Jahren dahin, nachdem ich bei Casey Neistat immer mal wieder was davon gesehen habe, in New York eine Instanz, 99 Cent bezahlt man für ein Stück Pizza und genau da gehen wir jetzt Mittagessen. Thank you. 3, please. Thank you, boss. 2,75 Dollar für 2 Stücke Pizza und eine Dose Mountain Dew. Mehr Amerika geht nicht. Ich bin richtig pumped, das in dieser Kulisse jetzt zu essen. Ein jahrelanger Traum und das ist kein Witz. Ich bin gerade mit dem Rad auf dem Weg zum Central Park und mir ist aufgefallen, meine Liste ist voll mit Sachen, die ich noch kostenlos machen kann und mein Geld geht nicht leer. Also ich meine, besser ist es, aber im Prinzip die Stadt zu erleben und alle wichtigen Sachen gesehen zu haben, kostet 0 Cent. Man braucht das Rad, 15 Euro. Und ansonsten sind die besten Sachen for free, denn es kommen noch richtig krasse Sachen. Central Park, komplett kostenlos. Es ist Herbst, muss ich dazu noch sagen. Absolutes Must-See. What the fuck? Wir sind heute wirklich einmal komplett quer durch New York. Das hier ist der aktuelle Stand. Und als wäre das nicht genug, fahren wir jetzt kostenlos mit der Staten Island Ferry einmal vor New York raus und können uns die Skyline vom Wasser anschauen. Ihr könnt es euch zwar nicht vorstellen, aber ich war unglaublich fertig von dem Tag. Super viel erlebt, super viel los, eine Menge Eindrücke und ich war richtig fertig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich überall mit dem Fahrrad hingefahren bin, aber ich hatte einfach keine Kraft mehr zu moderieren und habe einfach nur die Aussicht genossen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so ziemlich das perfekte Ende für diesen Tag, aber es ist gar nicht das Ende. Staten Island Ferry, absolute 10 von 10, komplett kostenlos und so nah kommt man eigentlich nicht an die Freiheitsstatue ran. Wenn man in der Stadt ist, ist man einfach nur umgeben von riesigen, erdrückenden Gebäuden und so hat man mal die Möglichkeit rauszukommen, sich das Ganze von außen anzuschauen, das Wasser plätschern zu hören und einfach die Ruhe zu genießen. Alles schön und gut, aber die 2-Dollar-Pizza ist jetzt auch schon wieder 6 Stunden her. Wir müssen essen gehen. Und nachdem ich mich beim Frühstück und beim Mittagessen für Fastfood entschieden hatte, dachte ich, ich müsste endlich mal hochqualitativ essen gehen. Und das kann in New York so einiges kosten. Für eine Pizza mit Büffelmozzarella, ein großes Bier und eine Cola habe ich geschlagene 45 Dollar bezahlt. Und das ist nicht mal besonders viel in New York. Das ist eigentlich ziemlich basic, so ein absoluter Standardpreis, wenn man essen geht. Von dort aus mit dem Fahrrad wieder hoch zu Hell's Kitchen, ein Bezirk in New York, in dem die Wohnung steht, in der ich in dieser Nacht kostenlos schlafen werde. Ich wollte aber noch nicht schlafen und habe mich deswegen mit Lynn, Anton und Simon, meinen freundlichen Gastgebern für diese Nacht, auf ein Bierchen getroffen. Aber nicht irgendwo, sondern in Rudy's Bar and Grill. Einer der wenigen Standorte in New York, wo man für verhältnismäßig vernünftiges Geld Bier trinken kann. Ein einzelnes Glas für 3 und ein Pitcher für 12 Dollar ist ein absolut fairer Preis und nicht zu vergleichen mit den normalen Barpreisen, wo man schon mal ziemlich schnell 10 Dollar für ein Bier bezahlen kann. Was die Sache aber noch viel besser macht, für 3 Euro bekommt man nicht nur ein Bier, sondern auch Hot Dogs. Wenn man aber einen Pitcher kauft und sich dazu noch ganz gut mit dem Barmann versteht, kann es schon mal sein, dass man einfach so viele Hot Dogs essen kann, wie man will. Um vernünftig auf die Nacht vorbereitet zu sein, bin ich nach der Bar nochmal in einen normalen Einkaufsladen gegangen, habe mir einen Gatorade, eine große Flasche Wasser und eine Zahnbürste gekauft. Für sage und schreibe 13 Dollar. Unglaublich unverschämt, aber tatsächlich sind Lebensmittel und allgemein Sachen, die man zum alltäglichen Leben braucht, in New York
einfach stupid teuer. Also wirklich völlig verrückt teuer. Dann sind wir schlafen gegangen und ich hatte endlich mal Zeit, die ganzen Eindrücke von dem Tag auf mich wirken zu lassen. Eine Sache ist mir dabei besonders aufgefallen. Ich war super zufrieden, wie ich die 100 Euro an diesem Tag ausgereizt habe. Hab aber gemerkt, viele der Sachen, die wirklich extrem wären, wo man die Stadt nochmal ein bisschen krasser erleben könnte, sind einfach so teuer, dass sie aus dem 100-Euro-Budget rausfallen. Deswegen habe ich direkt ein zweites Format angefangen, was ich auch in allen anderen Städten noch fortführen werde, an dem ich 1000 Euro an einem Tag ausgebe, um in diesen Städten quasi alles kaufen und erleben zu können, was ich schon immer mal machen wollte. Das kommt in den nächsten Monaten und es war unglaublich. Fazit: New York ist fucking teuer. Wenn man aber ein bisschen drauf achtet, was man macht, wo man schläft und was man konsumiert, kann man tatsächlich eigentlich fairly cheap davon kommen. Es ist wichtig, die richtigen Leute um sich herum zu haben, die einem sagen können, wo man hingehen soll und wo man es besser sein lässt. New York lebt aber davon, auch einfach New York zu sein und hat eben so Sachen wie einen Central Park oder eine Staten Island Ferry. Und im Prinzip waren das die Sachen, die den Tag für mich ausgemacht haben. Ich bin absolut pumped auf dieses Format, werde in den nächsten Wochen in Tokio, Istanbul und super vielen anderen Städten sein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Kuss.